Moin Leute, 20 lustige Fakten am Sonntag nach dem Intro. Ich hab gar keins. Idee! Provisorisches Intro! So Leute, wir sind wieder hier bei 20 lustige Fakten am Sonntag. Wir fangen auch direkt mal an. Spatzen haben am Morgen mehr als 10 Mal in der Stunde Sex. Große Supermärkte führen bis zu 40.000 Artikel im Sortiment. Wer auf Sansibar Plastiktüten einführt, zahlt bis zu 1560 Euro Strafe. Ein Grizzlybär kann so schnell wie ein Pferd rennen. Um ihren Energiebedarf zu decken, muss eine Katze zwischen 8 und 15 Mäuse pro Tag fressen. Der Grund dafür, eine Maus hat nur 30 Kalorien. Fast wie TikTok! Der Eiffelturm in Paris schrumpft bei Kälte bis zu 15 Zentimeter. Nicht nur der Eiffelturm. Das Pfeifen unter Wasser ist in Florida verboten. Das Gürteltier ist neben dem Menschen das einzige Säugetier, das an Lepra erkranken kann. Oh mein Gott, du hast deinen Gürtel verloren! Wissenschaftler gehen davon aus, dass Kühe in eigenen Dialekten muhen. Sie eignen sich die regionalen Tonfall ihrer Bauern an. Es gibt 318.979.564.000 verschiedene Möglichkeiten für die ersten vier Züge beim Schach. Im Jahre 1924 musste sich in South Bend, Illinois ein Affe vor Gericht verantworten, weil er eine Zigarette geraucht hatte. Er wurde zu einer Geldstrafe von 25 Dollar und zur Zahlung der Gerichtskosten verurteilt. In der Wüste sterben mehr Menschen durch Ertrinken als durch Verdursten. Nur 25 Schrauben halten den VW Käfer aus dem Jahre 1960 zusammen. Das Standard-SMS-Signal der Firma Nokia ist der Morsecode für SMS. Donald Duck Comics waren eine Zeit lang in Finnland verboten. Der Grund ist ganz simpel. Donald trägt keine Hosen. Ein Alligator kann mit seinem Kiefer einen Druck von 3,5 Tonnen ausüben. Ist der Kiefer allerdings geschlossen, kann man ihn problemlos mit einer Hand zuhalten. Erfrierende Menschen haben offenbar das Gefühl, dass ihnen sehr heiß ist, weswegen sie sich ausziehen. Anders ist es nicht zu erklären, dass so viele erfrorene Menschen nackt aufgefunden. Bill Gates, der Gründer der Firma Microsoft, sagte im Jahre 1981, ein RAM-Speicher von 640 Kilobyte sollte auch in Zukunft für jeden ausreichend sein. So Leute, das war's mit 20 lustigen Fakten am Sonntag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst Bescheid, hoch oder runter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss. Fakten verpasst, kein Thema. Einfach hier klicken, um die Fakten von letzter Woche sehen zu können. Viel Spaß!